Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf landania.net. Join Server. So, dann sind wir hier. Oh, was? Kroko, was machst du hier? Ich habe dich erwartet. Was hast du da im Auge? Und was hast du da für einen coolen Hut? Ich bin schon ein etwas fortgeschrittener Spieler. Ich habe auch schon eine Menge gebaut. Willst du es sehen? Ja, pass auf. Warte, ich mach kurz das Tutorial und dann gucke ich mir an, was du gebaut hast, ja? Ja, bei dem Typen mit dem kleinen Hut, ich verstehe. Ich habe zwei Gründe für euch, damit ihr das Video jetzt bis zum Ende anguckt. Ich klaue nämlich in diesem Video den Hammer von Kroko, den Mystery Hammer. Wie das passiert, das müsst ihr euch angucken. Und ich bekomme eine Toilette. Wie die aussieht, das, ja, ihr seht's im Video. Schaut mal über meinem Kopf, da steht, geh zum Bürgermeister und sprich ihn an, indem du ihn anklickst. Der Bürgermeister, das scheint der hier zu sein. Richtig cooler Skin, richtig cooles Model, mit dem reden wir mal. Aha, da unten, herzlich willkommen in meiner wunderschönen Stadt, Bastizeug. Mein Name ist Frank, ich bin der Bürgermeister. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir haben rund um die Stadt noch viele freie Inseln, auf denen du siedeln kannst. Doch bevor ich dich auf deine Insel bringen kann, besuch doch erstmal die Stadt und lerne ein paar ihrer Bewohner kennen. Was ich richtig cool finde, ist, da oben der Pfeil, der zeigt einen, wo ich lang muss. Und ich muss zum Jäger. Ist das hier der Jäger? Bist du der Jäger? Huch? Hutsch? Ah ja, hier haben wir den Jäger, Hutsch. Wir kaufen und verkaufen viele Waren. Ah, der hat mir jetzt erklärt, hier kann ich verkaufen. Das heißt, ich kann die Federn hier verkaufen, jetzt für Coins. Ich habe 16 mal Federn, die habe ich jetzt verkauft. Und jetzt habe ich 2 Coins damit gemacht. Und jetzt habe ich die nächste Aufgabe. Ich muss zum Schatzmeister. Und das ist scheinbar hier Tracys Treasury. Also wie so eine Art Bank, denke ich mal. Wer ist Tracy? Bist du Tracy? Ja, moin. Die hat mir jetzt gesagt, wenn ich / Treasury eingebe, dann kann ich hier meine geschenkten Items ansehen. Die werden nämlich hier aufbewahrt. Und da habe ich den Bogen von Hunter. Pfeile. Und noch eine Tropical Fruit. Also, es gibt hier auf dem Server ganz, ganz, ganz viele Custom-Items und so weiter, wie ihr hier seht. Auch mit, so Beschreibungen. Wenn du diese Frucht isst, teleportierst du dich in die Tropical Farm-Welt. Aha. Und dann habe ich 30 Minuten Zeit, um Dinge zu farmen. Also, das ist was, das werde ich gleich ausprobieren. Und hier, ihr seht die Einrichtungsstücke. Hier steckt so viel Liebe drin in diesem Server. Aber ich mache jetzt erstmal noch das Tutorial, bevor ich in die Farmwelt gehe. Oh, jetzt bin ich bei Mandy's Machines. Und hier drin gibt's. Oh, was sind das für coole Maschinen? Ein Junkloader. Eine Holzfällermühle. Was? Wie cool ist das? Eine Mine? Hey, wie cool ist das hier gemodelt? Also, ich bin jetzt gerade das erste Mal auf dem Server. Und ich muss sagen an der Stelle, das steckt so viel Liebe drin. Also, ja, es ist zwar Werbung, was ich hier mache, dieses Video, aber ich bin wirklich ein bisschen geflasht, weil ich so einen Server noch gar nicht gesehen habe. Finde ich sehr cool. Und das scheint Mandy zu sein bestimmt. Aha, sie erklärt mir jetzt gut, da sind ein paar Maschinen und so. Und jetzt kann ich wieder Treasury. Jetzt habe ich ein Geschenk gekriegt, nämlich einmal einen Ofen. Und einmal Eisen. Ja, gut. Ein bisschen Sachen sammeln hier. Und jetzt muss ich Aubrey finden. Den Auktionator. Der ist bestimmt hier drin. Das wird das Auktionshaus sein. Aubrey's Auctions und Choice Jobs. Ah, Jobs kann man hier auch annehmen. Das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Was ist denn das hier? Ein Wither-Skelett auf einem Wither-Pferd oder so. Voll cool. Du bist der Aubrey. Richtig cooles Model einfach. Ja, und hier kann man auf jeden Fall... dann erstellen wir mal eine Auktion, indem ich auf Auktion erstellen gehe. Dann mache ich hier Auktion erstellen. Dann lege ich hier jetzt das rein. Kategorie Blöcke, Startgebot 1. Machen wir 2. Ja, gut, muss ich 2 machen. Direktverkauf nicht möglich. Also für 2 Dings, für 30 Minuten, ja, ist jetzt im Auktionshaus. Und hier sehen wir jetzt das Auktionshaus. Verkäuferflotastisch alles hier. Ich kaufe mir jetzt für... Oh, und ich verkaufe es für 2. Ja, gut. Ich kaufe mir jetzt einfach den individuelles Angebot. Direktkauf, biete. Ja, ich biete 1. Let's go. Wir kaufen uns das. Dein Gebot war erfolgreich. Ui. Ja, und jetzt muss ich zu Joy und mir einen Job suchen, scheinbar. Der ist hier.
So, jetzt schauen wir mal, was für Jobs es hier gibt bei Joey. Und hier steht einfach Stein. Da muss ich 32 Stein. Okay, das heißt, ich nehme den jetzt an oder was? Oder ich muss ihn einfach abgeben. Was komplettes Inventar abgeben, bestimmte Itemmenge eingeben. 32. So. Ah! Jetzt habe ich es abgegeben, jetzt habe ich wahrscheinlich Geld. Ich habe Geld gekriegt und nicht gerade wenig. Nice, 160 Coins. Ja, und jetzt muss ich zur Fee. Die Fee ist hier beim Spawn, beim Bürgermeister. Das ist einmal hier dieses kleine L.A., glaube ich. Nein, doch. Ne, finde die Fee. Ah, ne, die ist... Was ist die Fee? Bist du die Fee? Moin. Ne, du bist Darwin. Du bist nicht die Fee. Du bist nicht die Fee. Doch, das war die Fee. Das war... Du warst die Fee. Das habe ich in den Text drin gelesen. Aber ich habe jetzt hier auch Tropical. Oha. Ganz viele Tropical Seeds hier. Oh, jetzt muss ich zum Bürgermeister wieder. Oh, der Bürgermeister hat die Insel gefunden. Ich muss NAV eingeben und dann kann ich zu meiner Insel reisen. Und im Wiki kann man vorbeigucken. Da steht bestimmt viel mehr. Oh, ja. Ich habe es geschafft. Ich kann zu meiner Insel reisen. Und so sieht meine Insel aus. Scheinbar. Mensch, mit einem Zelt hier. Auf meiner Insel baue ich da noch irgendwas ganz Wildes, aber dazu solltet ihr dranbleiben, weil Kroko wird dabei sein, wenn ich auf meiner Insel etwas baue. Ich gebe jetzt einfach den Befehl ein, /realm home, Crocodile Andy, und dann lande ich auf deinem Realm. Oh, da bin ich jetzt gespannt, Kroko. Hi. Oh, hallo. Bier. Ein ist das der Startpunkt bei dir? Ja. Ich kann mich hier nicht hinsetzen, ich bin nicht berechtigt, nee, Kroko. Du hast keine Berechtigung. Ja, ja. Aber das ist nicht schlimm, aber das bedeutet, wenn ihr zusammen mit euren Freunden spielen wollt, könnt ihr euch gegenseitig berechtigen zum Bauen auf den Realms gegenseitig, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau. Das hier hast du alles alleine gebaut. Boah, das ist ja ein mega Schloss hier. Alleine alles habe ich gebaut. Ich habe dir Stunden... Nein. Nein, hier baue ich schon die ganze Zeit mit meiner Community. Du kannst hier einzelne Grundstücke mieten und dann hier bauen und kannst dich in der Stadt verewigen. Und es gibt sogar teilweise kleine Aufgaben beim Schloss zu mitbauen. Und mein Bauteam baut hier sehr, sehr viel auch. Ich habe ein extra Ihr habt zusammen als eine Community einfach hier eine Stadt errichtet gemeinsam. Richtig. Oh, das ist ja richtig genial. Ich mag diese Custom-Items und Blöcke hier so. Das ist so cool einfach. Ja, hier mit den Schildern oder hier das da oben. Wo kriegt man die ganzen Sachen her? Das zeige ich dir nach. Es gibt ein dickes Möbelhaus. Da hängt auch ein ganz wunderbares Item, das ich dir dann vorstellen werde. Alles klar, dann zeig mir jetzt mal dein Lieblingsgebäude hier aus der Stadt. Boah, das ist natürlich schwierig. Es gibt hier sehr, sehr viele schöne Gebäude. Aber hier drüben war eins, was mir doch auch im Gedächtnis geblieben ist. Denn hier hat einer ordentlich übertrieben. Schau dir mal an, mit welchen Bausteinen hier gearbeitet wurde. Mit einem Lodestone. Ja. entweder teuer wahrscheinlich im Auktionshaus oder so gekauft oder erfarmt. Wahrscheinlich. Boah. Aber wer das hier im Auktionshaus kaufen kann, der hat einfach auch eine Menge. Ja, da braucht man. Hast du schon eine Cast-Statue? Oh, ein Mini-Cast. Wie cool. Gib mal /cast ein. /cast. Crafter. Du hast einen Cast Crafter bekommen. LOL. Nice, oder? Ja. Was ist denn? Oh, und hier haben wir den kleinen Orkling. Also es gibt hier auch Custom Items der Creator, wie ich sehe, von Cast Crafter oder vom Orkling. Einfach mal nice. /Kroko eingeben, dann kriegst du den kleinen da. /Kroko. Ne, geht dann. Ah doch, geht. Cool! Ja, also, wenn ihr auf den Server hier kommt, könnt ihr euch mit diesen Befehlen diese zwei Items auf jeden Fall holen. Schau mal, es gibt nämlich hier ein Hotel. Ein Hotel? Im Hotel kann man sich für eine gewisse Zeit und für relativ wenig Geld ein Zimmerchen mieten. Ich weiß nicht, ob gerade Zimmer frei sind, aber wenn, dann musst du ja fast dir ein Zimmer holen. Oh, ich habe nicht so viele Coins, ich bin arm. Ja, wie gesagt, deswegen bin ich ja mit dir ins Hotel und habe nicht versucht, dir ein Grundstück anzudrehen. Zimmer 6 könnte noch frei sein. Zimmer 2, Zimmer 1, Zimmer 12. Aber Zimmer 1 und Zimmer 2 waren keine Schilder. Hier. Da weiß ich nicht, ob ich da welche aufstellen kann. Ja, bitteschön. Oh, also
Du hast jetzt hier ein Schild aufgestellt und ich kann mir hier das Zimmer mieten. Mhm. Für also wie viel? Mietverhältnis. Oh. 20 Coins die Nacht, wie du siehst. Oder der Tag. Möchtest du genau klicken, um zu bestätigen? Ja, Kroko, ich habe mich hier jetzt eingemietet. Jetzt kannst du auch die Sachen platzieren und schlafen. Und wie kann ich den Kroklin platzieren? Den kann ich nicht platzieren. Ja, es kann sein, dass du ihn nicht auf dem Boden platzieren kannst. Das spinnt manchmal. Oh Gott, Kars schreit wieder wie wild rum. Ich mach die einfach mal da rein. Ja. Stell mal da drauf, stell mal da drauf, stell mal da drauf. Okay. Geht nicht. Geht nicht. Kann ich andere Sachen platzieren? Immer noch ein Scam. Ja, ich weiß es nicht. Probier mal. Ne, ich kann hier gar nicht. Ich bin nicht berechtigt. Das kann nicht sein. Doch, hier kann ich jetzt platzieren. Ja, nee, die gelten als Möbelstücke und deswegen können sie nicht. Kannst du die abbauen? Aber cool, jetzt habe ich in deinem Hotel auf jeden Fall ein Zimmer. Nice. Das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip farmen gehen und Geld verdienen, damit ich hier ewig wohnen kann, sozusagen. Genau, du hast im Prinzip. Sehr cool. Möchtest du noch ins Schloss einmal reinschauen? Ja, lass mal ins Schloss kurz noch reingucken. Das ist ja das Mega-Bauwerk schlechthin, ne? Das ist ja auch eine richtig coole Statue hier. Mega. Es gibt hier also so viel Custom-Zeug, was ihr im normalen Minecraft niemals kriegen würdet. Mega. Das kann man alles sich kaufen, ne? Ja, alles kann man sich holen. Und man kann die Währung erwirtschaften. Es gibt ein paar Items, die kosten dann besondere Kristalle, die man natürlich nur mit Echtgeld erwerben kann. Aber sehr, sehr viel von den anderen kann man mit Ingame-Münzen erwirtschaften. Ja, und diese Ingame-Coins kann man bekommen eben durch Jobs, die man erledigen kann. Oder eben Auktionshaus, Sachen verkaufen und so weiter und so fort. Oder halt man zieht andere Spieler ab. Was? Oder man zieht andere Spieler ab, genau. Scammer und so. Ja, kommen Sie rein. Boah, Alter, mega dieses Schloss. Es ist noch in den Anfängen alles. Oder es ist noch nicht fertig einfach. Ich find's trotzdem cool, hier reinzulaufen. Man fühlt sich einfach direkt wie in so einem richtigen Schloss. Boah. Richtig cool. Und dann hier, wieso kann ich mich hier nicht hinsetzen? Sauerei. Hast hier nur du die Berechtigung zu sitzen? Und die Leute, die halt berechtigt sind auf meinem Realm. Weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus wie so ein Star Wars Fighter Es ist ein Star Wars Fighter Stuhl, ich hab den geschaut. Als ob! Oh, was? Ein Drache? Cool! Sind da zwei bei dir auch? Nee, einer. Was wolltest das du mir zeigen? Das ist nämlich auch das Schöne, man kann festlegen, welche Leute welche Türen öffnen dürfen. Oh, und so kannst du öffentliche Türen machen und nicht öffentliche Türen. Also du wirst nicht ins Lager runterkommen, wenn du da hinläufst. Ja, aber wie ich wusste, dass das Lager hier unten ist. Du baust deine Burgen immer so, dass das Lager genau hier ist. Siehst du, was da rechts und links neben der Tür hängt? Was? Kroko Hammer. Das ist der aus Mystery, ne? Den ich mal geklaut hab. Das ist der ultimative Hammer. Mega! Hast du gesehen, was der an Knockback hat? Das ist richtig krass. Kann ich den jetzt verkaufen? Yes. Der gehört hier rechts rein. Also, ich könnte den jetzt theoretisch verkaufen. Ja. Da würdest du sehr viel Geld für bekommen, tatsächlich. Sehr viel Geld. Wie hast du den bekommen? Das ist mein Hammer. Nee, es gibt, man kann ihn kaufen, aber für Kristalle. Ah, ich würde ihn für einen Coin verkaufen wollen. Ich bin mir sicher, du findest einen Käufer. Also zusammenfassend, man kann hier auf dem Server ganz viele Custom-Items und Blöcke entdecken, die einfach auch Easter Eggs sind, wie jetzt zum Beispiel hier dieser süße Enderman oder im Cast. Oder eben diesen Hammer oder die Möbel oder den Äugling. Also hier gibt's richtig viel zu entdecken. Und das finde ich ziemlich nice. Ich finde, derjenige, der auf den Server joint und auf seinem Realm eine Basti-Zockt-Statue baut, der kriegt diesen Hammer. Derjenige, das sollte schon aber nach dir aussehen. Das sollte schon, das sollte schon sagen, das ist ein Basti-Zockt. Genau. Weil sonst baut jemand irgendeine Statue oder hat schon eine gebaut und sagt dann, ne, das war für dich. Und derjenige, der kriegt dann diesen Hammer. Das habe ich jetzt beschlossen, Krokus, tut mir leid. War das der erste oder die beste Statue, die dir gefällt? Die beste Statue, da machen wir dann ein Voting, würde ich sagen, in einem Livestream oder so. Das ist die beste Ecke im Möbelhaus hier? Oh ja, schön. Wenn das du die Items rechts 100, mit rechtsklick anklickst. 1000 Coins? Ja. Das hier ist der hier.
kostet gar nicht. Der ist kostenlos, den gibt's nur mit Slash Croco, kriegt man aber nur einmal jeder. 2000 Kristalle, was? Boah. Ja, es ist wirklich der ultimative Hammer. Ich bin sehr, sehr froh, dass ihr den hier so eingeführt habt. Also, ich muss an der Stelle sagen, wenn ihr eine Statue von mir baut, kriegt ihr diesen Hammer, ohne dass ihr 2000 Kristalle dafür zahlen müsst. Nice, oder? Sie müssen eine nice Statue bauen. Ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Also es gibt hier ganz, ganz viele, viele coole Items, Stühle. Es gibt auch immer eine Sonderausstellung, also nicht immer, aber zu besonderen Events gibt es immer wieder, oder Anlässen. Es gab ja zu, am 4. Mai gab es Star Wars, May the 4th, ist natürlich jetzt weg. Zur Enderöffnung gab es besondere End-Items, da gab es diesen Drachen etc. Und jetzt, sonst gibt es halt so die Standard-Items, die man sich hier holen kann für mega cool auf jeden Sachen. Fall. Also finde ich vom Serverprinzip her auch ziemlich nice. Es gibt immer wieder neue Möbelstücke und so weiter, was man sich halt eben dann kaufen kann, um sein Zuhause aufzufrischen. Ich mag diese Toilette. Ich will die Toilette! Kauf mir die Toilette, ich habe nicht genug Coins. Ja! Warte, Kroko. Wir gehen shoppen, was willst du noch? Ich will auf meinen Realm diese Toilette stellen. Warte mal, wie mache ich das? Slash Realm Home. Basti zockt. Loading. Wenn du in deinen Realm gehst, reicht Slash Realm Home. Achso, okay. Anders gehst, musst du also, Kroko, das hier ist mein Realm. Hier ist nichts. Aber weil ich ja im Campen bin, brauche ich eine Toilette. Und die kommt hier. Glaub, ja, hier ist doch cool. Hier so zwischen dem, zwischen dem Gras. Ja. So. Oh ja, der ist echt gut. Nein, es muss andersrum. Kann ich den normal abbauen? Ah, ja. Nein, jetzt habe ich das Gras abgebaut. Hast du Bone Meal? Dann wirst du schon irgendwo eins kaufen können. Oder hast du eine Schere? Irgendwas bestimmt. Das stille Örtchen, ich feier das. Kann ich da drauf sitzen? Ich kann drauf sitzen, Kroko! Also, joinlandania.net, damit ihr auf eine Toilette sitzen könnt. Was? Sogar noch Klopapier! Oh, oh. Das stille Örtchen! Wuhu! Das ist so gut. Ja, gut. Ich würde an der Stelle sagen, einfach, sehr nicer Server. Wenn ihr Interesse habt, joint auf landania.net und spielt selbst mal. Hier ist mir jemand. Ich habe gerade die Teleportanfrage angenommen von irgendjemandem. Wieso ist der I Love Skittles jetzt auf meinem Realm? Ich habe seine Teleportanfrage angenommen, der ist hier teleportiert. So Leute, das war's. Ihr könnt gerne auf landania.net joinen. Genauso wie I Love Skittles auf meinen Realm joinen. Ich weiß nicht, was er hier tut. Kroko hat einfach die TPA-Anfrage angenommen. Ihr könnt hier auf den Server joinen mit allen 1.19-Versionen. Und ich bin mal gespannt, ob ich noch jemand anderen hier auf meinem Realm mal antreffen werde. Haut rein, bis dann und ciao.